Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich heute hier zu Ihnen sprechen zu können bei dieser Veranstaltung Speakers Corner. Und zunächst möchte ich Ihnen die Organisation vorstellen, deren Geschäftsführerin ich bin. Das ist die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Das ist eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Und mein Vorredner hat über Menschenrechte gesprochen, über Freiheit, über politische Mitwirkung. Und wie Sie alle wissen, ist ein ganz entscheidendes Grundrecht, um politisch mitwirken zu können, das Wahlrecht. Wir in Deutschland haben das Wahlrecht, eigentlich für alle Leute, sollte man denken, ist aber gar nicht so. Wussten Sie, dass es einen Wahlrechtsausschluss gibt für Leute mit geistigen Behinderungen und für Leute mit psychischen Erkrankungen? Das widerspricht allen Menschenrechtskonventionen, sowohl dem bürgerlichen Pakt als auch, neuerdings gibt es eine Studie von der OHCHR, dem Hohen Kommissariat für Menschenrechte in Genf, die festgestellt haben, diese Bestimmungen im deutschen Wahlrecht widersprechen auch der Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland geltendes Recht ist. Und jetzt hat im März erst der Menschenrechtsrat auch alle Staaten aufgefordert, ihre Wahlrechte so zu ändern, dass sie menschenrechtskonform sind. Im Moment ist in Deutschland ja eine gute Gelegenheit dazu, das Bundeswahlrecht wird sowieso geändert. Wissen Sie ja bestimmt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist nicht verfassungsgemäß wegen der Überhangsmandate. Die Innenpolitiker streiten im Moment, sie müssen es sowieso ändern und sie ringen miteinander, wie sie es verfassungskonform ändern sollen. Und das ist eine gute Gelegenheit, diesen Wahlrechtsausschluss von behinderten Menschen gleich mit anzupacken und mitzuändern. Und vom Deutschen Behindertenrat aus sind wir uns auch alle einig, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass der Wahlrechtsausschluss für Leute mit sogenannten geistigen Behinderungen geändert wird. Und beim Wahlrechtsausschluss für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind wir uns nicht ganz so einig. Also wir als ISL sagen, klar, die müssen genauso wählen können wie andere Menschen auch. Aber es gibt durchaus Organisationen im Deutschen Behindertenrat, die das ein bisschen anders sehen. Die sagen, das ist gar nicht so sehr unser Klientel, die sollen doch selber gucken. Vor allem geht es bei diesem Wahlrechtsausschuss um Straftäter mit psychischen Erkrankungen, die also in der Forensik sind. Aber andere Straftäter dürfen auch wählen. Warum dürfen dann Straftäter mit psychischen Erkrankungen nicht wählen? Ist ja eigentlich nicht einzusehen. Mich würde jedenfalls interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Sollten alle Menschen wählen können oder nicht? Nach Menschenrechtsmaßstäben müsste gleiches Wahlrecht für alle gelten und wir setzen uns unbedingt dafür ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Anade. Gibt es dazu vielleicht den Wunsch zu sprechen, zu reagieren, etwas dazu zu sagen? Noch nicht. Doch da. Hallo. Wer sind Sie? Michael. Hi, Michael. Na, zum Thema. Das ist ein weiter nach vorne, bitte. Jetzt nochmal. Da gibt es ein schönes Beispiel aus Bolivien, wie man die höchsten Richter des Landes hat wählen lassen. Und zwar hat man da voriges Jahr die 56 höchsten Richter und Richterinnen direkt vom Volk wählen lassen unter Verbot des Wahlkampfes. Es wurde jeweils 48-seitiges Dossier über den Richter oder den Kandidaten herausgebracht. Jeder hat im Fernsehen dieselbe Zeit mit denselben Fragen ein Interview bekommen und somit wurde ein nicht verzerrter, seriöser, objektiver, konnte eine objektive Wahl stattfinden der Bevölkerung direkt, während hier die Verfassungsrichter, was Verfassungsfeind, was im Prinzip auch die Verfassungsrichter werden von den Parteien eingesetzt und sind somit, sage ich mal, auch schon mal nicht ungebunden in ihren Entscheidungen und es widerspricht im Endeffekt auch der Gewaltenteilung. Und da kann man sich an Bolivien ein Beispiel nehmen. Und das schaffen die trotz, sage ich mal, des Drucks der westlichen Industriestaaten, die das natürlich versuchen zu unterminieren. So arbeiten gewisse der Parteistiftungen dann eben in der Opposition zusammen. Entschuldigung nochmal, was versuchen die Parteien hier zu verhindern? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Es gibt Stiftungen, wie zum Beispiel Friedrich-Naumann-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, auch die Friedrich-Ebert-Stiftung, die arbeiten quasi mit autoritären quasi beziehungsweise reaktionären, faschistoiden Strömungen zusammen. Wer zum Beispiel? Also die Friedrich-Naumann-Stiftung zum Beispiel in Paraguay, also von der FDP. Und ich habe jetzt nicht die ganzen Daten im Kopf, so. Das kann man aber durchaus nachrecherchieren, wo sich da quasi diverse Parteistiftungen engagieren. Es wird ja auch, sage ich mal, Kolumbien ist ja vor ein paar Jahren hofiert worden von dem deutschen Minister, während Bolivien kritisiert worden. Und eigentlich hätte es umgedreht sein müssen, weil Kolumbien ist eine Militärdiktatur und Bolivien baut man eine Demokratie von unten auf. Na gut, okay, danke. Also die FDP arbeitet mit totalitären Systemen zusammen. Okay. Da bräuchten wir schon ein paar Quellen, aber wir sind ja auch eine, wer? Also schon Unterschied zu sagen, ob die FDP damit zusammenarbeitet, weil dann würde man die ganzen FDP-Mitglieder mit einbeziehen, oder wenn man spricht, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung damit zusammenarbeitet. Okay. Gut, Dankeschön. Gibt es noch eine Stimme? Spontan? Ansonsten werden wir jetzt gleich hier auch ein Mikro aufgebaut haben für spontane Äußerungen, da kann man sich auch gerne hinstellen. Hier ist noch jemand. Hallo, wer bist du? Ich bin Joram Diederichs und vom Beruf Heilerziehungspfleger. Hab das gerade gehört, also passt soweit. Ich bin schon öfter darauf gestoßen, auf die Problematik, dass Menschen mit geistiger Behinderung auch nicht unbedingt wählen dürfen. Und da stellt sich halt für mich die Frage, wer klassifiziert geistig zurechnungsfähig und wer nicht. Ich möchte behaupten, 50% der Leute, die ich... Ich möchte nicht so gern fotografiert werden, würde ich gerne dazu sagen. Ja, wer klassifiziert es, wer stellt es fest und wer gibt Menschen Recht, wählen zu dürfen und wer nicht? Und ich habe noch ein Beispiel aus dem Altenheim, wo meine Mama arbeitet. Da ist es gang und gäbe, dass Angehörige zur Briefwahl eingetragen werden, die dement sind oder wie auch immer, und dann entsprechend darüber Stimmen abgeben, was bundesweit nicht so viel ausmacht, aber in der Kommunalpolitik dann schon durchaus. Und da ist dann die Frage auch für mich, wenn ich die Menschen im Altenheim sehe, die komplett dement sind, warum haben die rechtlich gesehen eine Stimme, die nicht entscheiden können, ob sie jetzt zum Kaffee morgens Milch wollen, Zucker oder irgendwas, aber ja, Menschen mit geistiger Einschränkung oder psychischer Behinderung eben nicht. Also ich habe auch gerade zu ihr gesagt, ich finde gegen allgemeines Wahlrecht, also da kann man eigentlich nur dafür sein. Ich unterstütze das sofort. Wenn es eine Petition gibt oder so, ich würde die jetzt hier unterschreiben. Aber ich weiß nicht, inwieweit es da jetzt irgendwelche Schritte gibt oder irgendwas. Im Moment gibt es leider noch keine Petition, aber ist eine gute Anregung, sollten wir vielleicht machen. Was mich in dem Zusammenhang jetzt mal interessieren würde, weil das ist so ein Begriff, der fällt ständig in den Bereich und der wird, es ist wirklich sehr schwierig, den zu erklären. Was heißt eigentlich nochmal Inklusion? Das fällt ja schon auch in das Thema. Kann man das mal ganz kurz erklären? Ja, Inklusion ist also die Weiterentwicklung von Integration. Bei der Integration geht es darum, dass Menschen, die irgendwie anders sind, vielleicht mit Migrationshintergrund oder behindert oder was auch immer, dass die sich an den Mainstream anpassen, dass die passend gemacht werden. Und bei der Inklusion werden die gesellschaftlichen Verhältnisse passend gemacht. Also im Bildungssystem, da wird es ja im Moment diskutiert, muss die Schule eben so gestaltet werden, dass es für die Kinder mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen passt. Für Kinder mit Migrationshintergrund, für behinderte Kinder. Die Verhältnisse müssen sich ändern und nicht der einzelne Mensch muss sich ändern. Die Verhältnisse müssen sich ändern und nicht der einzelne Mensch.